Wie geht's jetzt weiter, Safenstein? Majestät, nach dieser ganzen Korruption, die Majestät auf beeindruckende Art und Weise aufgeklärt haben, sollten wir uns vielleicht daran erinnern, dass früher alles viel besser und viel schöner war. Hofbettstelle, bitte. Na, was ist das für ein Safenstein? Sehr wohl, Majestät, das war der letzte. Wenn unser Volk wüsste, wie hart wir tagtäglich arbeiten müssen, ist es denn glücklich, Safenstein? Ich befürchte nein, Majestät. Was? Majestät, unser Volk ist zurzeit sehr aufgebracht ob der vielen Vorkommnisse und Skandale. Ja, und daran sind nur die da oben schuld. Ganz meine Ansicht, Majestät. Unternehmen's da endlich was, Safenstein, oder sind's dafür zu unfähig? Darf ich eure Majestät daran erinnern, dass von denen da oben Majestät der Allerhöchste sind? Wollen Sie damit andeuten, dass wir dafür verantwortlich sind, Safenstein? Keineswegs, Majestät. Also, wer ist dann dafür verantwortlich? Die Politiker? Na, das ist richtig. Wo sind die Zeiten hin, Safenstein? Wo ein Politiker einen Skandal gemacht hat, ohne dass der Skandal gleich zu einem Skandal geworden ist? Majestät? Na, Sie haben dasselbe gemacht wie heute, nur ohne Untersuchungsausschuss. Verstehe. Ja, war früher alles besser. Die Lebensmittel waren alle bio, ohne dass man es draufschreiben hat müssen. Auch die Männer und die Frauen haben sich besser verstanden. In der guten alten Zeit. Hast du es dir überlegt? Willst du nicht meine Frau werden? Aber natürlich will ich das. Fifi. Bertel. Stört sich denn eh nicht, Fifi? Aber nein, du Dummerl. So seid ihr Männer halt. Das muss man als Frau schon akzeptieren. Das ist richtig. Majestät? Safenstein, wir müssen zurück zu den alten Werten. Wir müssen sogar einen Schritt weiter gehen. Wir müssen zurück zur Natur. Ganz meine Ansicht, Majestät. Wissen Sie was? Wir werden heute einen Berg besteigen. Zu Befehl, Majestät. Ich lasse sofort den Helikopter starten. Ah, diesmal, Safenstein, gehen wir zu Fuß. Pause, Safenstein. Kurze Pause. Das ist das wahre Leben, hä? Safenstein. Was glauben Sie? Wie lange brauchen wir noch am Gipfel? 2 Stunden? 3? Majestät, wir sollten dringend umkehren. Aber nix. Aber Majestät, hier im Gebirge kann das Wetter jede Minute umschlagen. Ich bin um die Sicherheit eurer Majestät besorgt. Wenn wir zusammenhalten, wie 2 echte Bergkameraden, dann schaffen wir das, Safenstein. Also los! Wenn Majestät meinen... Gut gestartet, Mensch.